Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Apollo Justice Ace Attorney. Wir sind gerade in einer Simulation, wo wir in der Gegenwart und in der Zukunft, Vergangenheit, nevermind, sorry, in der aktuellen Gegenwart von Apollo Justice und von vor 7 Jahren gewisse Dinge untersuchen quasi, die irgendwie mit unserem Fall connected sind und ja, wir gehen jetzt mal, wir haben ein bisschen in der Vergangenheit rumgeschnüffelt, kommen aber, glaube ich, da nicht mehr weiter und gehen jetzt zurück in die Gegenwart, ja, um dort ein bisschen ein paar neue Dinge kennenzulernen und fangen im Borgpot an, weil das ist ein Gebiet, was wir jetzt offen haben. Also, let's fucking go, rein da. Gegenwart, russisches Restaurant Borgpot. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Ich habe noch etwas Arbeit im Büro zu erledigen. Schätze, ich setze mich da mal wieder ans Klavier. Um ehrlich zu sein, es ist besser, wenn du nicht spielst. Diese unterkühlte kulinarische Monsterhöhle beginnt gerade gemütlich zu werden. Bis später dann. Oh, nur 2 Stunden bis zum Ende meiner Schicht. Ich frage mich, ob heute noch irgendwelche Kundschaft reinkommt. Kennen Sie mich? Mich? Nein, aber wenn Sie es mir vorsummen, kann ich spielen. War nur ein Scherz. Ich spiele nicht auf Anfrage. Wie wär's mit einer anderen Anfrage? Wissen Sie, ich spiele Karten. Oh, Kundschaft. Gerade habe ich schon gedacht, hoffentlich kommt jemand und rettet mich vor dem Klavier. Ich suche einen würdigen Gegner. Daraufhin wurde mir der Borgpot empfohlen. Das Gerücht ist offensichtlich wahr. Und wer ist das? Mein Freund von Ihnen? Ah, ignorieren Sie mich! Ich bin einfach nur der nette Zeitungstyp von nebenan! Er wird heute nicht mitspielen. Wenn seine Arbeit erledigt ist, schicke ich ihn nach Hause. Dieser Wettkampf wird nur zwischen uns beiden ausgetragen. Die Talentagentur Wright vertritt 2 Künstler. Und ich bin der 2. Ich spiele Klavier. Naja, sozusagen. Eigentlich ist es eher so eine Art Fassade für meine wahre Begabung. Pokern. Fragen Sie mich nicht, wie ich angefangen habe. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber ich bin gut. Wirklich gut. Es hat nicht lange gedauert, bis die Gerüchte aufkamen. Für ein richtiges Spiel geht zu Borgpot. Der Typ hat noch nie verloren. Niemand kommt her, um mich spielen zu hören. Die wollen mich Karten spielen sehen. Ist das hier ein illegaler Pokerclub? Nein, das ist ein Restaurant. Wir spielen nicht um hohe Einsätze. Wir spielen überhaupt nicht um Geld. Aber echte Spieler haben immer Bares dabei und sind immer durstig. Ist eine nette Einnahmequelle für den Besitzer. Legen wir also los. Ich bringe Sie ins Spielzimmer. Das Geheimzimmer, ja? Aber bevor wir gehen, ja, erlauben Sie, mich Ihnen vorzustellen. Mein Name ist Shady Smith. Oh, und ich bin Brushel. Spark Brushel, reisender Reporter. Oh, und ich bin... Nein, nein, Phoenix Wright. Huh? Man sieht seinem Gegenüber in die Augen, wenn man sich vorstellt. Erkennen Sie mich immer noch nicht? Kennen wir uns? Ah! Heute in diesem Gerichtssaal. Können Sie mich nicht für schuldig erklären? Was meinen Sie damit? Damit meine ich das hier. Herr Nigma! Der Angeklagte ist geflohen. Finden Sie ihn schnell. Gerichtsdiener, verriegeln Sie alle Ausgänge des Gebäudes. Auf der Stelle! Er darf nicht entkommen. Das kann nicht sein. Aber du bist... Zack Ramayet? Ja, der Reinkarnationstrick des Jahrhunderts. Wirklich zu schade, dass das Publikum nur aus einer Person besteht. Ihnen. Zack Ramayet? Das muss ein Albtraum sein.
Man könnte sagen, dass der Typ mein Leben ruiniert hat. Sieh da. Da? Wir wollen spielen. Bereiten Sie das Zimmer vor. Da. Ich vorbereite ein Geheimzimmer für Sie. Sind Sie das wirklich? Der Zack Gramaillet? Ich heiße jetzt Shady Smith. Merken Sie sich das. Wie viele Jahre ist das her? 6? In genau 3 Tagen sind es 7. Ich habe Ihnen viele Unannehmlichkeiten bereitet, fürchte ich. Ja, das könnte man so sagen. Geht es hier gut? Ich meine Trucy. Er geht's hervorragend. Hab dafür gesorgt, dass sie schon arbeitet. Hoffe, das geht okay. Ich habe selten jemanden zu danken, aber Sie können sich meines Dankes gewiss sein. Das ist der Grund meines Kommens. Das, und um eine Angelegenheit zu klären, die Karten betrifft. Womit Sie Poker meinen? Diese Augen. Er meint's todernst. Ich hasse nichts mehr als zu verlieren. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, heute zu gewinnen. Egal, was es kostet. Ich kenne diese Art Typ. Gefährliche Zeitgenossen. Denen geht's nur ums Gewinnen. Alles andere ist zweitrangig. Vielleicht sollten wir uns doch etwas Zeit zum Reden nehmen. Ich weiß, dass Sie jede Menge Fragen an mich haben. Und ich an Sie. Über unser Wettstreit. Auf den Tag genau vor 7 Jahren haben wir schon einmal gegeneinander gespielt. Ah ja, das muss eine ganz schöne Überraschung für Sie gewesen sein. Plötzlich zur Strafanstalt bestellt zu werden. 2 Karten. Eine Karte. Dann checken wir die Karten mal auf. Ich habe verloren. Das ist doch nur ein Pokerspiel. Ein Spiel, das ich schon lange spiele. Und bei dem ich erst 2-mal verloren habe. Gegen wen haben Sie das erste Mal verloren? Gegen den Mann, den ich umgebracht habe, versteht sich. Sie suchen sich Ihre Verteidiger beim Pokern aus. Manchmal heue ich sie dabei an. Manchmal feuer ich sie. Beim Spiel zeigt der Mensch sein wahres Gesicht. Sie wissen, wovon ich rede. Das weiß ich genau. Trucys Kräfte? Trucy. Sie spielt in ihrer eigenen Liga. Seit 7 Jahren spiele ich im Boardsport Poker. Und ich habe kein einziges Mal verloren. Ich bin gut, aber nicht so gut. Ich gewinne, weil ich bei jedem großen Spiel Trucy dabei habe. Und sie gibt mir dann Zeichen. Hups, er hat ein gutes Blatt. Du könntest eine Chance haben, wenn du dich beeilst. Bring schnell zu Ende. Können Sie mir sagen, was genau sie für Kräfte hat? Gedanken anhand der Reaktion einer Person zu lesen, ist ein alter Hut. Aber in Trucys Blutlinie schlummern weitaus größere Fähigkeiten. Ihrer Blutlinie? Erinnern Sie sich, Sie waren der Zweite, gegen den ich verloren habe. Magnifique Gramaillet. Das war das erste Mal, dass ich von diesen Kräften, wie Sie sie nennen, erfuhr. Moment mal, Sie meinen also, diese Kräfte liegen in Ihren Genen? Liegen Sie den Gramaillet etwa im Blut oder so? Blut? Ah ja. Tut mir leid, aber das ist nicht für fremde Ohren bestimmt. Und es ist auch nichts, das Sie im Moment unbedingt wissen müssen. So eine Art Gramaillet-Geheimnis also. Na gut. Wisst ihr, was ich selbst nicht weiß? Und gerade in der Theorie durchgehe? Ich habe zwar Dual Destinies gespielt, aber ich erinnere mich nicht mehr an gewisse Details. Ich weiß zum Beispiel, dass man Apollo dort auch wieder spielt. Und Apollo hat auch Trucy als Begleiterin. Trucy kommt halt auch vor. In den Apollo-Fällen auf jeden Fall.
Es ist quasi so, als hätte jeder dieser mal drei Anwälte dort, ne? In Dual Destinies im nächsten Teil. Und jeder hat so seinen eigenen Begleiter quasi, you know. Dementsprechend, ich bin mir da gar nicht sicher und jeder hat so seine Fähigkeiten. Phoenix hat ja das Magatama, und Apollo hat das Armband. Aber was ich mich gerade frage, ist das Armband vielleicht etwas der Gramajet-Truppe? Oder ist Apollo mit den Gramajets irgendwie verwandt? Das erinnert mich nämlich ein klein wenig an die erste Trilogie, wo wir die ganze Kurain-Sache hatten mit den ganzen Geistermedien und sowas. Viele Charakter oder einige Charakter, die recht relevant waren, wurden auch manchmal als Twist, waren sie irgendwie verwandt oder irgendwie verbunden damit. Oder wie gesagt, wir hatten das magische Artefakt, das Magatama, womit wir Dinge verwenden können von den Kurains. Aber wenn es heißt, dass diese Fähigkeit, gewisse Eigenschaften von Leuten zu erkennen, angeboren ist, dann geht das ja nicht einfach so. Das wäre ja eigentlich ein Hinweis dafür zu sagen, hey, vielleicht ist Apollo mit den Gramajets irgendwie verwandt. Und ich habe mir ja schon letztens gedacht, sieht Thalassa, haben wir das nochmal hier im Moment in der Gerichtsakte? Thalassa war ihr Name, ne? Sieht Thalassa Gramajet nicht aus wie La Miroir, also so 1:1 eigentlich, ja? Also ich meine, komm schon, 40, es ist zu passend hier, 47, warte mal, das ist die aktuelle Zeit, ne? Ja, das Alter stimmt sogar, mit 40 Jahren, ja? Ich meine nämlich, das habe ich mal hervorgehoben. Und ich weiß nicht, ich glaube, das war mal ein Ding. Ich meine, Haarfarbe sind eine Sache in sowas, ne, das ist egal. Das kann ja sowieso manchmal ganz wild sein, das ist vollkommen egal. Aber gab es nicht mal irgendwie die Line von Trucy, wo sie meinte, dass La Miroir genauso groß ist wie Apollo? So eine kleine Throwaway-Line? Ich weiß nicht, ob das ein Joke sein sollte, den ich nicht verstanden habe, oder ob das noch mein Hinweis ist. Aber ich verliere, also, ich drehe durch, wenn ich es jetzt callen würde und sagen würde, ja, Apollo und Trucy sind Halbgeschwister. Und die Mutter ist halt bei beiden La Miroir. Und beide haben es nicht mehr gewusst aus verschiedenen Umständen. Schauen wir mal nach. Ich habe legitim, also jetzt ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur grob, was mit Phoenix passiert. Aber ich kenne Apollos Geschichte eigentlich nicht. Oh Gott. Das wird interessant. Hätte ich mal früher Apollo Justice gespielt. Das Spiel ist... Vor allem dieser Fall, oh mein Gott, der ist so cool connected und so spannend. Ich hoffe, ich übertreibe jetzt nicht, ja, mit meinen ganzen Verbindungsideen, aber... Oh, das wäre super cool. Das wäre so cool. Über Trucy. Sie ist jetzt 15 Jahre alt. Sie tut immer noch ihr Bestes, um einmal ihre Fußstapfen zu treten. Wissen Sie? Ich verstehe. Als ich mein Verschwinden plante, war sie das Einzige, worum ich mir Sorgen machte. Warten Sie mal. Sie haben Ihr Verschwinden von Anfang an geplant? Ja, und ich muss mich dafür entschuldigen. Aber ich durfte damals einfach nicht verurteilt werden. Deswegen. Deswegen? Eine Rechteübertragung. Sehen Sie die Unterschrift. Eine Rechte? Das ist Magnifique Gramajets Unterschrift, nicht wahr? Hiermit übertrage ich alle Rechte für die Geheimnisse, Inszenierung und Vorführung meiner Zauber an den unten genannten Empfänger. Empfänger, Zack Gramajet. Hiermit übertrage ich alle Rechte für die Geheimnisse, bla 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 blub. An den unten genannten Empfänger. Und der Empfänger sind Sie, Zack Gramajet. Ja, das bin ich. Warten Sie. Diese Seite sieht so aus, als wäre sie herausgerissen worden. Sie erinnern sich doch an das Tagebuch, oder? Sehen Sie sich dieses Tagebuch als erstes einmal genau an. Sehen Sie? Eine Seite ist eindeutig herausgerissen worden. Wie es der Zufall will? Habe ich hier die Seite, von der ich glaube, dass sie die fehlende Seite ist? Moment! Lassen Sie mich das mal sehen. Wie konnte ich das nur vergessen? Das Stück Papier hat mich meine Anwaltsmarke gekostet. Das ist die Seite, die wirklich aus dem Buch herausgerissen wurde. Magnifique gab sie mir in jener Nacht.
Das hätten Sie mir schon früher erzählen können. Zum Beispiel vor 7 Jahren. Ich muss mich nochmals entschuldigen. Das geschah alles, um meine Flucht vor dem Prozess zu ermöglichen. Rechtübertragung. Die größten der Illusionen Magnifis sind eine wahre Kunst für sich. Deshalb sind sie gut geschützt durch dieses Dokument. Nur wer es besitzt, darf seine Illusion vorführen. Hört sich an, als wäre es nicht ganz unwichtig, das zu haben. Vor allem als sein Schüler. Als rechtmäßiger Erbe seiner Künste wollte auch ich einen rechtmäßigen Erben. Rechtmäßig? Sie können sich bestimmt denken, wen ich mir zum Nachfolger erkoren habe. Ihre Tochter. Deswegen habe ich heute Nacht das Risiko auf mich genommen, hierher zu kommen. Russell? Der Herr? Ah, bitteschön! Oh, friss das, Valant! Friss das! Was ist das? Ein Brief, in dem ich die von mir geerbten Rechte an Trucy weitergebe. Bitte unterschreiben Sie hier als Zeuge. Ah, aber ich bin kein Anwalt mehr. Und außerdem braucht man dazu einen Notar. Ah, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin verteidigter Notar. Sie sind... Tagsüber setzte ich meine Notarbrille auf und gehe auf die Jagd nach Neuigkeiten. Dann und daneben setze ich meine Reporterbrille auf und erledige Notararbeiten. Wenn ich die Brille absetze, kann ich nicht gut gucken. Ihre Unterschrift, bitte. Das ist der Hauptgrund meines heutigen Erscheins. Dokument zur Übertragung der Vorführrechte des Grammarier-Repertoires an Tochter Trucy. Ah, jetzt habe ich's. Jetzt weiß ich, warum Sie gerade jetzt aus der Versenkung auftauchen. 7 Jahre ist es her, haben Sie gesagt? Auf den Tag genau. 7 Jahre. Ja. Es gibt ja ein Gesetz, das auf Ihre Lage zutrifft. Nach 7 Jahren werden vermisste Personen offiziell für tot erklärt. Wenn also jemand für 7 Jahre spurlos verschwindet, würde er sämtliche Rechte einer lebenden Person genau 7 Jahre später einbüßen. Ganz abgesehen von all seinen Besitztümern. Exakt. Deswegen bin ich hier. Für dieses Dokument gehe ich das Risiko ein, mein Gesicht öffentlich zu zeigen. Bevor meine 7 Jahre um sind. Man könnte sagen, ich sichere das Erbe meiner Tochter. Aber braucht man dafür wirklich dieses Dokument? Würde Trucy ihre Besitztümer nicht ganz automatisch erben? Nicht in diesem Fall, fürchte ich. In diesem Fall? Ja, ich habe die Vorführrechte von Magnifi Grammarier erhalten. Allerdings geschah das im Geheimen, ohne Zeugen. Bevor Magnifi starb, wurden 2 potenzielle Erben seines Repertoires benannt. Ich selbst, Zach Grammarier und Valant Grammarier. Nicht Trucy. Ich verstehe. Sie brauchten also dieses Dokument. Ich kannte Brushe schon vor meinem Verschwinden. Ich vertraue ihm. Im Moment wissen also nur 3 Personen von meiner Wiedergeburt. Ich habe mir erlaubt, mir Trucys Hintergrund ein wenig genauer anzuschauen. Dabei habe ich herausgefunden, dass sie keine weitere nähere Verwandtschaft hat. So ist es. Okay. Ich hatte gehofft, er würde an diesem Punkt etwas über die Mutter erzählen. Über alles andere weiß ich Bescheid, aber Trucys Mutter ist ein Rätsel. Präsentieren? Was hier vielleicht? Da auf dem Foto. Ist das Trucys Mutter? Woher haben Sie das? Trucy hat es mir gezeigt. Sie sagte, ihre Mutter wäre gegangen. Dann ist das wohl so. Was? Sie ist gegangen. Was gibt's weiter zu erzählen? Jede Menge? Ah, ich weiß, ich weiß. Sie sind immer noch hier? Meine gründlichen Recherchen zufolge war Trucys Mutter Magnifi Grammayers einzige Tochter. Das ist in der Blutlinie. Über die Mutter. Ich wusste es. Also bisher. Was?
Magnifis Tochter? Ist das wahr, Zack? Rushel, du redest zu viel. Was? Warum bin ich jetzt an allem schuld? Warum? Gramaye hat ihn umgehauen. Oh. Jedenfalls Wright ist diese Unterhaltung beendet. Alassa Gramaye. Sie ist von der ganzen Bagage am rätselhaftesten. Ich muss mir unbedingt ein paar Beweise beschaffen. Ja, das Vorwort hat jetzt wahrscheinlich schon länger gedauert als der Hauptteil. Wollen wir mit unserem Spiel beginnen? Meinem letzten Wettkampf? Letzten? Wieso? Wie sie schon sagten, ich bin heute hier, um dieses Dokument rechtskräftig zu machen. Danach werde ich mich wieder in den Untergrund begeben. Ohne ihre Tochter gesehen zu haben? Es ist besser so. Vor 7 Jahren haben wir gespielt. Vor 7 Jahren habe ich verloren. Ich habe bereits gegen Magnifi verloren. Ich werde nicht noch einmal verlieren. Und ich habe gehört, sie hat noch nie verloren. Nur ein Gerücht. Ja, dann ist es unmöglich, nie zu verlieren. Es sei denn, man hat ein Ass im Ärmel. Als Magier ist das für mich äußerst verwirrend. Zu denken, dass ein einfacher Anwalt so viele Leute zum Narren hält. Hey, ich habe gerade Ihr Dokument unterschrieben. Wie wär's mit besserer Laune? Das war eine Sache. Jetzt geht's um etwas anderes. Dieser letzte Wettkampf wird Sie Ihre makellose Bilanz kosten, Phoenix Wright. Dies wird meine letzte Vorstellung. Seien Sie gewarnt. Der Typ meint's verdammt ernst. So viel zu einem netten Kartenabend. Rushel, du kannst gehen. Oh, aber das ist dein letztes Spiel. Ich meine, was für ein Knüller. Ich schlage und schlag, aber er will nicht hören. Da fällt mir gerade ein neuer, alter Auftrag ein. Tada, die Herren und... Oh, und war nett, sie kennenzulernen. Pianomann. Dann lassen Sie uns anfangen. Hey, Dealerin. Da? Sie werden die Zeugin bei unserem Wettkampf sein. Da, das große Ehre für mich. Warum habe ich die hier noch nie gesehen? Ah, da fällt mir ein. Beim Betreten des Restaurants habe ich einen Bekannten gesehen. Er hat mich allerdings anscheinend nicht bemerkt. Gavin ist, glaube ich, sein Name. Kennen Sie ihn? Kann man so sagen. Hören Sie zu, Phoenix Wright. Bei einem richtigen Wettkampf gibt es eine Menge zu lernen. Denken Sie an meine Worte. Die Kräfte der Gramaye. Ich war ganz kurz davor, es zu verstehen. Aber ich brauchte mehr. Und wusste, wo es zu holen war. Trucys Mutter. Ich musste unbedingt diesen Reportern wieder treffen. So viel stand fest. Und noch etwas. Vom Beginn meines letzten Wettkampfs mit Zack in jener Nacht an spukte mir ein Name im Kopf herum. Der Name des Mannes, der jetzt im Gefängnis sitzt. Ein Name, den Zack Gramaye kannte. Aber woher? Und weshalb? Christoph Gavin? Nehme ich mal an. Okay. Ah ja, Einzelzelle 13. Das ist eine wilde Zelle. What the fuck? Oh, gelber Umschlag. Ja, rein da, let's go. Gegenwart. Zentralgefängnis. Einzelzelle 13. Oh. Na, wenn das mal keine Überraschung ist. Was wird sie, mein beengtes Domizil? Gavin. Ist das Ihre Vorstellung von Rache, Phoenix Wright? Rache für den Verlust Ihrer Anwaltsmarke vor 7 Jahren? Meine Vergangenheit ist wie meine Logik. Klar und wahr. Daran hat sich nichts geändert. Ich habe nur mit dem Finger der Gerechtigkeit in die richtige Richtung gezeigt. Na schön. Ich bin froh, dass wir diese kleine Auseinandersetzung hatten, Wright. Gut sehen Sie aus, Phoenix Wright.
Sie auch, Gavin. Gavins Mord. Das Leben steckt voller Überraschung. Das gilt wohl für uns beide. Ich bin sicher, Sie hätten nie damit gerechnet, Ihre Anwaltsmarke zu verlieren. Und ich wette, Sie hätten nicht im Traum daran gerechnet, einmal hier zu landen. Shady Smith. Der Name des Mannes, den Sie ermordet haben. Haben Sie eine Ahnung, wer er wirklich war? Wer er war? Zack Ramayet. Sie wissen doch, der Angeklagte. Ich erinnere mich an ihn. Natürlich. Und Sie wollen behaupten, Smith und Zack wären ein und dieselbe Person? Unmöglich. Versuchen Sie, nicht mir zu erzählen, es würde sich um einen Zufall handeln. Was habe ich gerade gesagt? Das Leben steckt voller Überraschungen. Finden Sie nicht auch? Sie wurden nach jenem Prozess verhaftet und für schuldig befunden. Aber Ihr Motiv wurde nie geklärt. Ein Fehler, den ich zu korrigieren beabsichtige. Sie sind kein Anwalt mehr, Phoenix Wright. Zu welchem Ergebnis sollen diese Ermittlungen Ihrer Ansicht nach führen? Ich habe einen Mann namens Smith erschlagen, weil ich ein böser Mensch bin. Reicht das nicht? Nein, nicht für mich. Ich muss wissen, warum Sie das getan haben, Gavin. Ein 7 Jahre alter Fall. Können Sie sich an den Fall vor 7 Jahren erinnern? Ah ja, der Prozess, in dem Zack Ramayet seine berühmte Verschwindennummer vollführte. Wenn ich mich recht erinnere, gewann mein Bruder damals eine Menge Lob und Anerkennung. Genialer Staatsanwalt entlarvt krummen Advokaten. Nicht wahr? Das war genau zu der Zeit, als ich sie kennengelernt habe, oder? War es das? Der Prüfungsausschuss der Anwaltskammer stimmte für die Höchststrafe. Einstimmig. Mit nur einer einzigen Ausnahme. Ihrer. Immerhin war mein Bruder derjenige, der für ihre Lage verantwortlich war. Wir waren 7 Jahre lang befreundet. Und trotzdem verstehe ich sie nicht. Aber Wright, ihre Freundschaft mir gegenüber war niemals aufrichtig. Sie verdächtigten mich doch. Verdächtigen mich. Oder etwa nicht? Ehrlich gesagt, bin ich mir im Moment nicht sicher, was ich glauben soll. Ein Grund für einen Mord. Wir haben nicht einfach grundlos jemand mit einer Saftflasche erschlagen. Sagen Sie mir, warum? Sie sind ganz schön hartnäckig, hm? Ich bin hergekommen, weil ich mich an etwas erinnert habe. In der Nacht unseres Spiels erwähnte Zack Ramayet Ihren Namen, Gavin. Ah, da fällt mir ein. Beim Betreten des Restaurants habe ich einen Bekannten gesehen. Er hat mich allerdings anscheinend nicht bemerkt. Gavin ist, glaube ich, sein Name. Danach wurde er ermordet und ich bat sie, mir zu helfen. Weil sie als einziger zu mir gehalten haben, als mich alle anderen im Stich ließen. Scheint so, als hätte ich da ein kleines Problem. So etwas in der Art. Tod. Jemand hat ihn kräftig eine übergezogen. Ich? Ich bitte dich. Die Polizei sollte jede Minute hier sein. Mein Schicksal liegt jetzt in deinen Händen, sollte es drauf ankommen. Ich muss es wissen. Warum haben sie Shady Smith ermordet? Nein, Zack Ramayet! Na klar. Oh, wow. Solche psychische Blockaden habe ich vorher noch nie gesehen. Dunkel. Kalt. Voller Verzweiflung. Ich glaube, es gab wirklich noch nie schwarze psychische Blockaden. Gavin, Christoph, was ist dein Deal? Was ist los? Ich frage mich auch, ob Christoph eine Verbindung zu Edgeworth hat. Diese eine Szene, wo er seine Hand so vor seinem Gesicht hält und den Kopf schüttelt, ist Edgeworths, Pose. Das ist eins zu eins die Animation, die Edgeworth macht. Deswegen bin ich so verwirrt. Ich frage mich generell, wo ist Edgeworth?
Hätte er nicht helfen können? Ja, man hat doch bestimmt irgendwo auch noch. Ich weiß nicht, ob er hier vorkommt. Habe ich überhaupt eine Chance, da durchzukommen? Stimmt etwas nicht, right? Nein. Alles in Ordnung. Sie sollten sich nicht so unter Druck setzen. Nehmen Sie das Leben nicht so schwer. Er macht seine Nägel. Er macht seine Nägel. So, 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 so. Okay. Dürfte ich ganz kurz hier was untersuchen? Sie denken sicher, welcher anständige Mann verwendet bitte Nagellack? Eigentlich nicht. Ich weiß, dass Ihnen Ihr Aussehen wichtig ist. Wissen Sie, was ich immer sage? Man kann kein schönes Leben führen ohne schöne Nägel. Nur höchste Qualität bei allem. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden. Das sieht auf jeden Fall wie erstklassiger Nagellack aus. Schönes Fläschchen. Aus Kristall. Wenn es Ihnen so gefällt, bitte, bedienen Sie sich. Geht aufs Haus. Nagellack in Christophs Zelle gefunden. Der Nagellack ist farblos. Und das hier? Dieser Umschlag beschäftigt mich schon, seit ich hier reingekommen bin. Es ist nicht gerade höflich, fremder Leute Post zu lesen. Sie bekommen Post hier ins Gefängnis? Allerdings, obwohl sie offensichtlich gelesen wird, bevor ich sie bekomme. Aber man gestattet mir das Vergnügen der schriftlichen Korrespondenz. Mit Paketen ist das natürlich etwas anders. Heimlich einen kurzen Blick reinzuwerfen scheint außer Frage. Dann gehen wir mal zurück zu Mason, würde ich sagen, oder? Wir haben einen Ort in der Vergangenheit noch nicht untersucht und das ist Studio Drew. Rein da. Vor 7 Jahren Studio Drew. Das ist ziemlich anders hier. Ich dachte mir schon, dass sie früher oder später herkommen würden. Oh. Ich habe mich für früher entschieden, Drew Miss Sam. Drew Miss Sam, nicht wahr? Ich habe nichts verbrochen. Ich bin nicht gekommen, um über die Vergangenheit zu lamentieren. Ich wollte Ihnen ein paar Fragen stellen. Ich nehme an, das Recht haben Sie. An jenem Tag brach im ganzen Gericht das Chaos aus. Nur sie saßen ruhig da und beobachteten alles. Ich muss zugeben, das hat mich ziemlich beeindruckt. Ich bin mit chaotischen Situationen bestens vertraut. Phoenix Wright, nicht wahr? Ich versuche Ihnen zu antworten, so gut ich kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ziemlich stark. Oh, das ist meine Tochter. Vera, sag Hallo. Sie ist weg. Wollen wir dann anfangen? Okay, fangen wir gerne mal an. Reden wir. Herr Miss Sam. Diesem Ort nach zu urteilen, sind Sie Maler? Leider bin ich nicht gerade erfolgreich. Ich habe noch kein einziges Bild verkauft. Es ist so beschämend. Mich selbst könnte ich schon über die Runden bringen, wenn ich alleine wäre. Ihre Tochter? Ihre Mutter hatte mich irgendwann satt und ist verschwunden. Ich möchte nicht, dass sie in Armut aufwächst, Herr Wright. Darum habe ich meine Nebentätigkeiten aufgenommen. Fälschung. Die Fälschung. Nehmen Sie mich nicht so an. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Mehr als die Hälfte der Bilder, die man mir bringt, sind gestohlen. Und wer weiß, wozu meine Kopien verwendet werden. Aber manche Ihrer Werke sind gar keine Gemälde, richtig? Vielleicht glauben Sie mir nicht, wenn ich Ihnen das erzähle.
Aber das war meine erste Arbeit, die kein Gemälde war. Was? Aber dass sie in einem Mordprozess als Beweisstück verwendet wurde, das wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Warum haben Sie dann den Job angenommen? Ich wurde gut bezahlt. Sehr gut bezahlt. Ich glaube, er findet das schlimmer als ich. Der Vergangenheit kann man eben nicht entrinnen. Ehrlich gesagt, je eher ich das hinter mir lassen kann, desto besser. Natürlich tut mir das alles furchtbar leid. Tja, das wird alles leider gar nicht so einfach. Er versucht zu vergessen, was er getan hat. Ich schätze, ich muss seine Erinnerung ein wenig auffrischen. Dann... das hier? Ja. Das müsste es sein. Ihr Werk. Tun Sie jetzt nicht so, als hätten Sie es vergessen. Auch wenn Sie nur eine Kopie hergestellt haben. So hat diese Kopie womöglich das Leben eines Unschuldigen zerstört. Auch ich bin dafür verantwortlich. Deswegen muss ich es wissen. Sie müssen es mir einfach sagen. Ich wusste, dass es schwer werden könnte, dieser Sache zu entkommen. Dann lassen Sie uns reden. Okay. Magnifis Tagebuch. Nun, können Sie mir etwas über dieses Werk erzählen? Es war anders als alles, was ich bisher gemacht habe. Ich schätze, es ist ein wenig anders als ein Bild zu malen. Das meine ich nicht. Bei meinen bisherigen Werken hat es immer gereicht, eine Kopie anzufertigen. Dann war es also keine Kopie? Der Kunde gab mir an jedem Tag zwei Dinge. Das erste war eine Musterseite als Vorbild. Das zweite war ein gedrucktes Dokument, das vermutlich von meinem Kunden stammte. Sie haben also das, was Ihr Kunde geschrieben hat, mit der echten Schrift reproduziert? Ja. Wie ich schon sagte, das war mein erster Auftrag dieser Art. Und? Wer war Ihr Kunde? Wie ich schon vor Gericht sagte, ich weiß es nicht. Tatsächlich? Trotz dieses so verdächtigen Auftrags? Ich an Ihrer Stelle hätte so viel wie möglich über den Auftraggeber wissen wollen. Ich habe ihn niemals getroffen. Nicht persönlich, ich... Sie haben ihn getroffen. Ah, eine psychische Blockade. Natürlich. Sie scheinen auch immer etwas zu verheimlichen. Etwas über dieses Werk. Kann ich die eventuell brechen? Ich bin am Überlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das brechen kann unter Umständen. Weil wir wissen ja von Vera als Fälscherin, also vielleicht habe ich die Chance. Wir schauen mal, wir testen, wir gucken, ausprobieren. Okay. Sie verheimlichen etwas. Dann lassen Sie hören. Was verheimlichen Sie mir, Herr Miss Sam? Es tut mir leid, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich habe den Kunden nie getroffen. Stimmt. Als ich nach dem Namen des Kunden gefragt habe, waren keinerlei psychische Blockaden zu erkennen. Trotzdem, Sie verheimlichen etwas. Es muss so sein, sonst würde das Ganze keinen Sinn ergeben. Warum tun Sie mir das an? So, jetzt habe ich ihm die Meinung gesagt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also, was hat Miss Sam zu verbergen? In Fälscher. Ich kann mir aus dem, was Sie gesagt haben, alles ziemlich gut zusammenreimen. Was denn? Sie haben mir gesagt, was Sie über den Kunden wussten. Und ich konnte keine psychische Blockade feststellen. Psychische Blockade? Ist das eine Art Sicherheitsanstalt oder eine Art Straßensperre? Aber dann ist er aufgetaucht, nicht wahr? Wer war Ihr Kunde? Wie ich schon vor Gericht sagte, ich weiß es nicht. Tatsächlich? Trotz dieses so verdächtigen Auftrags? Ich an Ihrer Stelle hätte so viel wie möglich über den Auftraggeber wissen wollen. Ich habe ihn niemals getroffen. Nicht persönlich, ich. Nicht persönlich? Diese Worte haben die psychische Blockade ausgelöst. Schon wieder psychische Blockaden.
Jetzt muss ich aber wissen, was das ist. Sie haben den Kunden also nicht getroffen. Aber jemand anderes schon. Vielleicht der echte Fälscher, der hinter diesem Beweis steckt? Vielleicht habe ich mich an der Sache mit den Blockaden aufgehängt. Aber ich befürchte, ich kann ihn nicht mehr folgen. Eigentlich bin ich nicht hier, um über psychische Blockaden zu reden. Solange ich zum richtigen Ergebnis komme, ist es egal, wie ich dahin komme. Und die Ergebnisse ist? Der echte Fälscher, der dahinter steckt, waren nicht Sie, Herr Miss Sam. Papalapap! Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich sage Ihnen, das ist meine Arbeit. Hier in meinem Studio, angefertigt. Wer außer mir hätte es gewesen sein können? Das ist die entscheidende Frage, nicht wahr? Wenn nicht Sie der Fälscher waren, dann bleibt keine große Auswahl übrig. Der echte Fälscher im Studio Drew ist... Vera. Nimm das! Der echte Fälscher ist Ihre Tochter Vera Missam, nicht wahr? Lächerlich! Meine Tochter ist erst 12, Herr Wright. Ich mochte schon immer Landschaften lieber. Nicht Surrealismus. Netter Versuch. Aber Ihre Knie schlottern ja. Jetzt habe ich Sie. Die einzigen beiden Personen, die Zugang zum Studio haben, sind Sie und Ihre Tochter. Die psychischen Blockaden sagen mir, dass Sie nicht der Fälscher sind. Das lässt Ihre Tochter als einzige Möglichkeit übrig. Ich bekomme gleich selbst eine psychische Blockade. Blockade gelöst. Magnifis Tagebuch. Ich weiß nicht, woher Sie das wissen, aber Sie haben recht. Derjenige, der diese Seite gemacht hat, war meine Tochter Vera, nicht ich. Sie ist erst 12. Man könnte sie als Genie bezeichnen. Ein frühreifes kleines Mädchen überstrahlt ihren Vater. In letzter Zeit habe ich das öfter erlebt. Sie hat immer bei mir im Studio gespielt und bei mir bei der Arbeit zugesehen. So hat sie sich selbst beigebracht, könnte man es sagen. Als es nötig wurde, kaufte ich die Zeichenutensilien und die Analysegeräte. Inzwischen sind diese Dinge ihr Spielzeug. Ah, höre ich da etwa ein klein wenig väterlichen Stolz heraus? Also hat Vera diese Seite angefertigt. Weiß sie denn, wer der Kunde war? Also, der Kunde kam einmal zu uns. Hierher, in dieses Studio. Was? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Aber sein Gesicht war bedeckt und er wollte nicht mit mir reden. Dann hat er also mit Ihrer Tochter geredet. Ich spreche nur mit dem Künstler, waren seine Worte. Das kleine Mädchen könnte etwas über ihn wissen. Die Tochter, ha? Okay. Wie soll ich das angehen? Vielleicht sollte ich mich ein wenig mehr mit ihrem Vater unterhalten. Oder sollte ich mich jetzt besser Vera zuwenden? Moment. Für Vera könnte eine Sache sehr wichtig sein. Ich denke, es bringt nichts, die Dinge zu überstürzen. Mal sehen, ob ihr Vater mir nicht noch ein wenig mehr sagen kann. Vielleicht können wir aber... Ja. Das Foto hier finden. Die Briefmarke. Vielleicht schleiche ich mich mal hier rüber, um mir das näher anzusehen. Ja, Das hier, ne? Das ist ja ein unglaublich kleiner Bilderrahmen. Was ist da drin? Eine Briefmarke? Oh, bitte berühren Sie die nicht. Sonst bekomme ich Schwierigkeiten. Die Briefmarke gehört Vera, verstehen Sie? Sie stellte sie immer irgendwo hin, wo sie sie sehen kann. Das sind Zack und Valant, die Grammayers, nicht wahr? Das ist doch Lamerois. Erzähl mich. Sie hat sogar das blaue... Die Post hat letztes Jahr diese Gedenkmarke herausgegeben. Als die Grammayers auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren. Jetzt nicht mehr. Da einer von ihnen vom Antlitz der Erde verschwunden ist. Als sie noch sehr klein war, hat sie sich eine ihrer Shows angesehen.
Seitdem war sie ein leidenschaftlicher Fan. Sie hat jeden ihrer Fernsehauftritte gesehen. Bis zum Schluss. Verstehe. Diese Briefmarke soll ja schwer zu kriegen sein. Ich frage mich noch immer, wie sie die bekommen hat. Eine Gedenkmarke mit der Grammaier-Truppe drauf. Gedenkmarke zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ja gut. Boah, ich frag mich, wie viel haben wir noch übrig hier von der ganzen Investigation? Das ist echt lang, ne? So. Jetzt wollen wir mal mit Vera reden, nehme ich mal an. Die Tochter. Hallo? Mit Vera reden. Herr Missam, ich hätte da eine Bitte. Lassen Sie mich raten. Sie möchten mit meiner Tochter sprechen. Geht das? Meine Tochter redet nicht mit Fremden. Sie ist sehr schüchtern. Extrem schüchtern sogar. Mit einer einzigen Ausnahme. Und die wäre? Seltsamerweise war es dieser Kunde. Ich verließ das Studio, während sie redeten. Und ich kehrte zurück, als sie fertig waren. Und sie lachte. Es war das erste Mal, dass ich so etwas bei ihr gesehen hatte. Bitte, lassen Sie mich mit dir sprechen. Nun gut. Oh oh, das könnte ziemlich hart werden. Versuchen wir es mal, Vera. Vera, richtig? Wie wäre es mit einer freundlichen Unterhaltung? Ich bin Phoenix Wright, Ex-Anwalt und Pianist. Ich suche immer noch die Tasten für Do, Re, Mi und ich kann sie nicht finden. Das hier ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Ich muss etwas finden, womit ich zu diesem Mädchen durchdringen kann. Dann wahrscheinlich erstmal jetzt direkt die Briefmarke zeigen, ne? Erstmal was trinken. Briefmarke, Briefmarke, Briefmarke. Und da. Und dann das hier. Meine Briefmarke. Hey, sie hat was gesagt. Sie kann reden. Ja, also diese Briefmarke. Wie kann ich sie nur dazu bringen, weiterzumachen? Tolle Zauberer, nicht wahr? Ist die Grammaier-Truppe nicht großartig? Ja? Vor allem die beiden hier, Zack und Valant. Ich meine, sie sind einfach zauberhaft. Das sind sie, nicht wahr? Ja, immer wenn ich zu einer ihrer Shows gehe, dann bin ich wie... Wow, verzaubert, weißt du? Ich auch, ich liebe sie. Sie sind so cool. Es ist einfach zauberhaft, ja. Okay, sie redet. Zwar sagt sie nicht viel, aber das ist wenigstens ein Anfang. Einmal habe ich sie zusammen mit meinem Vater gesehen. Die Eröffnungsfeier von Grammaiers Zaubermuseum. Grammaiers Zaubermuseum? Wir haben ein Museum? Ich denke, das ergibt Sinn, wo sie doch jetzt ihre eigene Gedenkmarke haben. Du bist also bei einer ihrer Shows gewesen? Nicht nur einmal, als ich klein war mit Vater. Die Grammaiers auf der Bühne, das war wie ein Traum. Verschwinden, auftauchen, zerteilen, wieder zusammenfügen, einfach alles. Ja, kannst du mir vielleicht noch mehr darüber erzählen? Weißt du, über Zack und Valant vielleicht? Oh ja, sicher. Gut, fang besser an zu fragen, bevor sie ihre Meinung ändert. Vera. Ich gehe nicht oft nach draußen. Ich male lieber hier drinnen. Warum gehst du nicht gern nach draußen? Es gibt böse Menschen da draußen. Nun stimmt, aber es gibt auch sehr viele gute Menschen. Ich sollte es Ihnen wohl besser erzählen. Sie wäre einmal fast entführt worden. Entführt? Seitdem ist sie... Nun, Sie sehen es ja selbst. Sie weigert sich, das Haus zu verlassen. Verstehe. Moment. Aber das ergibt keinen Sinn. Sie erzählte, dass sie im Grammaier-Museum war.
mit Ihnen zusammen. Oh ja, das stimmt. Sie hatte förmlich darauf bestanden, zu meiner großen Überraschung. Das war das erste und letzte Mal, dass sie so einen Wunsch mir gegenüber äußerte. Er hat mir einen Glücksbringer gegeben. Ein Glücksbringer? Für den Fall, dass ich wirklich rausgehen muss. Sie hat offenbar etwas erhalten. Ein Geschenk von diesem Kunden. Sie wollte mir nicht verraten, was es war. Vater! Ich hab dir doch gesagt, dass du es nicht weiter sagen sollst. Von diesem Kunden, hm? Darüber möchte ich gerne mehr erfahren. Die Fälschungen. Also, dein Vater hat mir gesagt, dass du gerne alle möglichen Dinge malst. Ich liebe das Malen. Sehr sogar. Ach, das wird ich immer sehr glücklich, wenn ich sie genau gleich abmale. Du hast also das hier auch gemacht? Ach ja, das war meine erste Arbeit. Deine erste? Ich habe sonst immer genau das gleiche gemalt, was ich gesehen habe. Aber das hier war total anders. Das Gleiten des Stifts und wie er den Stift gehalten und der ausgeübte Druck. Ich muss dein Mikroskop benutzen und alles auf den Computer analysieren. Sie sieht so glücklich aus. Seltsam. Ihre Arbeit war der letzte Nagel im Gramayé-Sarg. Ich denke, das hat ihr niemand gesagt. Marke der Gramayé-Truppe. Sie sind die Besten der Welt. Huch? Oh, du meinst die Gramayé-Truppe. Natürlich. Vater hat sie mir gegeben. Dein Vater? Aber ich habe ihn danach gefragt. Er wusste nicht, woher du sie hattest. Ich denke, ich habe sie einfach genommen. Ja. Genommen? Vater hat einen Brief bekommen. Von ihm. Von ihm? Du meinst, der Brief war von dem Kunden? Aber wir haben eine Ewigkeit über die Gramayés geredet. An dem Tag, an dem wir hier waren. Ich bin mir sicher, dass er deshalb diese Marke geschickt hat. Ich wollte sie nicht einfach so zurückschicken. Also habe ich sie genommen. Hinterhältiger Typ, dieser Kunde. Also wollte er bei ihr einen guten Eindruck machen. Gedenkmarke in Gerichtsakte aktualisiert. Vom wahren Kunden geschickt. Der Klient. Also, du meinst die Person, die dir den Auftrag gegeben hat? Und du hast mit ihm geredet? Was ist mit diesem Glücksbringer, den er dir gegeben hat? Darüber kann ich nicht reden. Ha? Wenn ich darüber rede, dann funktioniert er nicht mehr. Das hat er mir so gesagt. Ja, aber ich muss es wirklich dringend wissen. Ah, ja. Okay, die Zeit ist reif, ein paar psychische Blockaden abzubauen. Let's go. Der Kunde. Du hast diesem Kunden vertraut. Sogar ziemlich. Weil er dir diese Briefmarke gegeben hat? Nein, nicht deshalb. Er hat mir zugehört. Mir und meinem Problem. Das Problem, weshalb sie hier immer drin bleibt? Geh nicht nach draußen, wenn du nicht möchtest. Das hat er zu mir gesagt. Aber wenn ich unbedingt rausgehen müsse, soll ich einfach nur den Glücksbringer benutzen. Ein Glücksbringer, den er dir gegeben hat? Benutzen. Ach du Scheiße. Oh mein fucking Gott. Also die Implikation ist klar, oder? Ich glaube, ich weiß, was er dir gegeben haben könnte. Ist das dein Glücksbringer? Moment. Das hier, ne? Oder? War dein Christoph der Auftraggeber? Oder war es Dingens? Valant. Ich bin mir sehr unsicher. Ich bin immer noch so sehr am Valant verdächtigen, aber Christoph ist da auch drin, oder? Ich meine. Nee, es ist das hier. Weil, als man sie mitnehmen wollte.
Ja, ne, das ist genau das. Als man sie mitnehmen wollte, war ja das ganze Ding, dass sie ohne diesen Nagellack nicht gehen wollte. Und sie hat den dauernd verwendet. Sie hat sich die ganze Zeit dran festgehalten. Nimm das! Das hat er dir gegeben, oder? Ah! Die gleiche Flasche steht dort drüben auf deinem Schreibtisch. Ein Glücksbringer, richtig? Ich hab einmal gehört, dass man dachte, Kosmetik würde das Böse abwehren. Es ist ein Zauberfläschchen. Es hat Macht. Ah, natürlich. Keine weiteren Kommentare zu diesem Thema. Ich glaube, ich weiß, wer dir dieses Fläschchen gegeben hat. Es war derjenige, der dir den Auftrag gegeben hat. Es war Christoph. Ich hätte erst gedacht, es war Valant. Nee, es war Christoph. War das dieser Kunde? Nimm das! Dieser Mann ist ein Freund von mir. Kennst du ihn? Sein Name ist Christoph Gavin. Er ist Anwalt. Ich hab's versprochen. Ich hab versprochen, es nicht zu sagen. Der Klient. Tut mir leid, ich kann nicht über den Klienten reden. Das habe ich versprochen. Und wenn ich mein Versprechen breche, wirkt der Zauber nicht mehr. Ich brauche keinen Namen mehr. Ich habe die Antwort, die ich brauche. Du bist sehr überzeugt von diesem Zauber, ja? Ich glaube, er könnte der Teufel sein. Huch? Oder vielleicht ein Engel? Was meinst du damit? Ich habe es gesehen. Ich glaube, ich habe es gesehen, als er mir das gab. Ich habe das Gesicht vom Teufel gesehen. Ja, weil Atroquinin da drin ist. Verdammtes Arschloch. Willst du damit sagen, dass das Gleiche des Kunden... Willst du damit sagen, dass das Gesicht des Kunden wie das des Teufels aussah? Nein, er war freundlich. Er hatte ein freundliches Lächeln. Also, wo hast du diesen Teufel dann gesehen? Er ging so schnell, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber in dem Augenblick wusste ich, dass er anders war als die anderen Menschen. Deshalb glaube ich an diesen Glücksbringer. Ich bin mir nicht sicher, was dieser Teufel war, den sie gesehen hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Christoph Gavin sie verzaubert hat. Nun, ich denke, das ist alles. Ich werde jetzt gehen. Was geschehen ist, tut mir leid. Wenn Sie sich entschuldigen wollen, dann bei meinem Mandanten, Zack Ramayé. Oh, habe ich etwas Schlimmes getan? Wie kommst du darauf? Ihre Augen sehen so traurig aus. Sehr traurig. Ich werde lächeln, wenn ich das nächste Mal komme. Versprochen. Ich hoffe, dass du dann auch mal lächelst, Vera. Oh, okay. Pass auf dich auf. Wenn ich das erste Treffen mit der jungen Fälscherin zurückdenke, ich sah an jenem Tag etwas sehr Wichtiges. Als ich es endlich bemerkt hatte, war es natürlich schon zu spät. Ah ja, gut. Wir haben, glaube ich, immer noch ein paar Sachen hier übrig, ja? Kann ich in die Gegenwart? Ja, wir haben in der Gegenwart wahrscheinlich hier noch... Ja, wir haben zwei Orte hier. Ein Ort, den wir noch abschließen müssen, hier. Wir haben den Boardspot auch noch gar nicht beendet, richtig? Ne. Korrekt, es dauert so lang. Wir haben hier noch gar nichts beendet. Ich muss sagen, ich glaube von der gesamten Reihe in ganz Phoenix Wright, von allem, was ich kenne, was Investigationen angeht, fand ich die immer so ein bisschen lang, ein bisschen träge. Ich denke, Apollo Justice hatte sie bisher immer sehr gut gepaced. Wir waren immer so mit zwei Parts eigentlich mit einer Investigation durch. So summa summarum. Aber das hier ist super spannend, oder? Oder bin das nur ich? Ich denke, das ist die spaßigste Investigation, die wir bisher hatten.
Die ist super cool. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen. Mal schauen, ob wir morgen dann die Reihe abschließen können oder es dann noch weitergeht. Aber haut rein, Guys. Bis dahin. Tschüss.